Es gibt im Grunde nur, es gibt nur einen Bereich, wo man als Mann doch noch das Heft in der Hand hält. Denn der liebe Gott hat ja gesagt, der Mann soll der Frau als Held erscheinen. So steht es geschrieben, Schwester. So steht es geschrieben im ersten Buch Vollmer. Der Mann soll der Frau als Held erscheinen, also schuf Gott den Dübel. Ja, den Dübel in all die Millionen Baumarktartikel, denn in jedem Mann steckt ein Bob, der Baumeister. In jedem Mann steckt ein Dispersionsfarben-Picasso. In jedem Mann steckt ein Rubens, der Raufaser. Der sich nur fragen muss, habe ich wirklich ein Dachgauben-Ego? Oder bin ich eher ein Dübeldepp? Jedenfalls wohnt in mir ein elementarer Trieb. Der Mann greift zum Bohrhammer wie der Neandertaler zum Faustkeil. Und so sieht die Bude dann auch aus. Ja, es geht los mit dem Besuch im Baumarkt. Der Baumarkt, das Maniversum. Ich will da gar nichts kaufen. Das ist für mich ein Naherholungsgebiet. Da finde ich mich zur spirituellen Dübelmeditation. Haben Sie mal einen Mann gesehen, der vor einem Fischer-Spreiz-Dübel-Sortiment steht? Ja. Und die Dinger haben ja Abspreizelemente. Da stockt Ihnen der Atem. Einen Mann in dem Zustand, dem können Sie die Schädeldecke öffnen. Sägen sind ja da. Sie können das Gehirn rausnehmen, ja, alles mal durchputzen, sauber machen, Gehirn wieder rein, Schädel wieder schließen. Protestieren wird der nur, wenn Sie mal am Tackern der Wundränder zu kleine Klammern nehmen. Es gibt auch Männer, die sagen zu ihrer Frau, Sex, bleib mir weg, lieber sortiere ich mein Schraubensortiment. Und für einen romantischen Abend, da werden im Schlafzimmer keine Rosenblätter ausgestreut, sondern Laminatelemente. So, jetzt war ich ja, lange Zeit war ich doch eher so ein Gelegenheitsheimwerker. Gelegenheitsheimwerker heißt, ich habe ein Dutzend Kleidungsstücke im Schrank, von denen ich sage, die könnte ich mal zum Anstreichen benutzen. Ja. Genau. Genau die Kleidungsstücke meine ich, ja, ja. Deswegen spricht man auch von diesen drei verschiedenen Arten des Bauens, nämlich Hochbau, Tiefbau und Konjunktivbau. So war es gewesen bis zu dem Tag, den ich nie vergessen werde, der Tag, an dem meine Frau zu mir gesagt hat, du hängst jetzt endlich mal das Bild im Wohnzimmer auf, sonst rufe ich mir einen Handwerker. Nix da. Es kommt mir kein sexueller Rivale ins Haus. Ja, das weiß man doch. Ja. 90% aller Frauen würden mit Handwerkern fremdgehen. Sie tun es nur deswegen nicht, weil die Burschen immer so dreckige Schuhe anhaben.